Hey, seht euch den mal an. Wer weiß, vielleicht hält sich der Typ für einen Weihnachtsbaum. Ja, und zur Weihnachtszeit verteilt man Geschenke. Also gib uns mal was von deinem Bargeld, Freundchen. Ja, kommt gar nicht in Frage, ihr ekelhaften Punks. Oh! Oh! Kommt, meine Kinder, es wird Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen. Oh, es ist schon spät. Ist der kaputt? Oh, es wird wirklich höchste Zeit, dass ich mir meine Zähne putze. Hey, was ist denn los? Warum geht denn das Licht nicht? Hey, was ist denn los? Wie soll man denn da auf seine Zahnhygiene achten? Was ist denn? Ist irgendwas passiert? Was hältst du davon, wenn du einfach nur guten Morgen sagst, Slimer? Tut mir leid, Jungs, aber alles in unserem Haus ist kaputt. Ich hätte schwören können, dass die Lampe eben noch an war. Egan, ich glaube, wir haben einen Stromausfall. Dann werde ich mir gleich mal den Verbannungscontainer ansehen. Hast du das gesehen? Das Licht ist ausgegangen, als wir reinkamen. Genauso wie oben. Das könnte ein Kurzschluss sein. Wieso funktionieren unsere Taschenlampen nicht? Und warum läuft der Verbannungscontainer? Das weiß ich auch nicht. Das müssen wir uns mal näher ansehen. Oh, oh nein! Oh. Hier tut sich ja überhaupt nichts. Selbst der Alarm funktioniert nicht. Das Ding wird gleich in die Luft gehen. Los, rennen wir weg! Oh. Wirklich sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Das ist völliger Wahnsinn. Ist die Batterie leer? Ja, genauso leer wie dein Protonenstrahl. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ich habe gerade gesagt, hallo. Oh, das Telefon ist auch kaputt. Jetzt reicht es aber. Ich werde mir erstmal eine Telefonzelle suchen und mich richtig beschweren. Was? Was sagt man dazu? Der Wagen ist nagelneu und fährt trotzdem nicht. Oh. Ach du blödsinniger Wagen. Was soll denn das? Das hier ist nicht nur ein einfacher Stromausfall. Aus irgendeinem Grund betrifft es nur uns. Alles, was in unsere Nähe kommt, du verstehst schon, was ich meine, Slimer. Ja, ich verstehe schon. Oh nein! Die Frage ist nur, wer oder was steckt hinter diesem Phänomen? Hey, wieso funktioniert denn der Fernseher? Und was ist GMTV? Hallo, Jungs! Der Geistermeister! Wie euch sicher aufgefallen ist, seid ihr jetzt ohne Kräfte. Ihr habt euren letzten Geist eingefangen. Jetzt bin ich dran und ihr habt keine Möglichkeit, mich davon abzuhalten. Ich komme euch holen und werde euch mit in die Geisterwelt nehmen. Und da werdet ihr meine Dienstboten sein, bis ihr ganz, ganz alt seid. Also bis bald! Und dieser Mann war mir noch nie besonders sympathisch. Egan, du hast doch sicher schon eine wissenschaftliche Lösung bereit, oder? Nein, noch nicht. Ich muss mich erstmal mit diesem Problem beschäftigen. Uns bleibt nicht sehr viel Zeit. Ihr habt den Geistermeister gehört, er ist schon auf dem Weg. Und ohne Protonenstrahler sind wir ziemlich hilflos. Ja, wir müssen verschwinden. Wir brauchen irgendein Fortbewegungsmittel. Verratet mir eins, Jungs, wenn das ganze Zeug nicht mehr funktioniert, warum tragen wir es dann noch mit uns rum? Vielleicht können wir es später noch gebrauchen. Im Kampf gegen den Geistermeister muss man auf alles vorbereitet sein.
Hört mir zu, meine Kinder. Bringt mir die Geisterjäger. Was ist denn jetzt los? Guten Morgen, Mr. J. Morgen, Mr. J. Die Geisterjäger, habt ihr das Licht ausgeschaltet? Die Geschichte würden sie uns nie glauben. Also, wo sind sie? Kommt mit! Wee-ha! Ja! Der Geistermeister! Ja. Ja! Oh nein! Hey! Hey! Ihr verfolgt uns! Los, aufteilen! Na gut, auseinander! Wie lange müssen wir das denn noch machen? So lange, bis Ray und Egan endlich eine Lösung gefunden haben. Vorsichtig, Winston! Oh. Ihr werdet mir niemals entkommen, Geisterjäger! Ja. Ja. Und sucht die zwei Geisterjäger. Und beeilt euch etwas. Durch diese Verfolgungsjagd sind meine eigenen Kräfte schon viel schwächer geworden. Los jetzt! Heutzutage gibt es keine zuverlässigen Arbeitskräfte mehr. Ja, und? Die anderen beiden sehr gut gemacht. Die Bibliothekarin hat mich gebeten, nicht mehr zurückzukommen. Sie ist davon überzeugt, dass ich immer das Licht ausschalte. Na, hast du schon irgendwas rausgekriegt? Ich bin dabei. Der Geistermeister hat ein Kräftefeld um uns platziert, dessen Radius genau 13 Meter beträgt. Dann ist das der Grund, warum alles versagt, wenn wir aufkreuzen. Wenn es uns gelingt, den Geistermeister einzufangen, wird dieses Kräftefeld auch verschwinden. Naja, wenn, Egan. Ich habe im Who is Who in der Geisterwelt gelesen, dass er ein Geist der 11. Sorte ist. Der 11.? Genau. Selbst wenn wir unsere Fallen und Protonenstrahler benutzen würden, könnten wir ihn nie einfangen. Ray, Egan, oh, versteckt euch schnell! Versteckt euch, der Geistermeister kommt! Er kommt hierher? Seine Kräfte werden viel schwächer. Er wird schwächer. Das ist wirklich sehr interessant. Was sagst du dazu, Ray? Gut, ich habe auch schon eine Idee. Los, verschwindet, ihr Weihnachtskugeln! Hey, habt ihr mich nicht gehört? Ihr sollt verschwinden! Oh, lasst mich wieder los! Wollt ihr nicht lieber Mädchen aufgabeln? Oh nein! Das waren die ersten zwei und jetzt kommen die beiden anderen. Hey, hör auf! Lass mich hier sofort wieder raus, du Dicker! Schließlich fehlen mir noch zwei von euch zu einem perfekten Quartett. Bleib da, wo du bist, Geistermeister. Ja, gerne, wenn es dir Vergnügen bereitet. Schließlich hat jeder verurteilte Gefangene noch einen Wunsch frei. Also, Kinder, wo ist der vierte von euch und euer kleines, schleimiges Haustier? Tut mir leid, aber ich würde lieber etwas über das Kräftefeld wissen. Über meine Berufsgeheimnisse rede ich leider nie. Also, nun wollen wir diese Sache doch endlich beenden. Wo sind die anderen? Hier oben, Freundchen!
Ja, hier oben, Freundchen! Ach, ihr habt mich enttäuscht, Geisterjäger. Ich hatte etwas Anspruchsvolleres von euch erwartet als nur ein paar Steine. Schließlich werdet ihr mit ein paar Steinchen nichts gegen mich ausrichten können. Ja, das wissen wir! Ja, das wissen wir! Ja! Volltreffer! Nein! Ah! Ah! Oh! Was sagt man dazu? Ich würde sagen, ihr Genies habt unsere Seifenblasen zum Platzen gebracht. Ja, wie habt ihr das nur geschafft? Ach, das war ganz einfach. Durch Observation und Kalkulation. Und als Slimer uns sagte, dass der Geistermeister schwächer wird, wussten wir haben eine Chance. Ja, das habe ich gut gemacht, oder? Ja, das hast du allerdings, Slimer. Das Wichtigste war, dass der Geistermeister 13 Meter entfernt bleibt, damit die Geisterfalle auch wirken würde. Also, Jungs, unser Problem ist beseitigt. Gib mal das Popcorn rüber, Slimer. Aber gerne, Ray. Ein Glück, dass der Geistermeister endlich eingefangen ist. Oh nein! Das ist unmöglich, er ist im Verbannungscontainer. Peter, du hast die Falle doch ausgeleert, oder etwa nicht? Ja, ich meine, ich glaube schon. Was du nicht gemacht hast, Peter, war die Stromrechnung zu bezahlen. Ach, wenn das alles ist, entschuldigt, Jungs. Ach, Jungs, wartet doch mal, Jungs. Oh, das war sehr gut, Slimer. Danke, Peter. Das ist ja Wahnsinn, eine echte Falle. Jetzt hab ich dich endlich, du böser Geist. Los in die Falle mit dir. Jetzt bin ich ein echter Geisterjäger. Ups. Oh nein, oh. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich muss versuchen, das Ding wieder zusammenzubauen. Wenn mir das nicht gelingt, bin ich in großen Schwierigkeiten. Oh nein! Na kommt, Jungs, auf geht's, an die Arbeit! Wir werden jetzt diesem Poltergeist eine Lektion erteilen. Ray, spar dir deine Sprüche. Ich bin müde. Was hat denn die Falle da zu suchen? Oh, hey, das weiß ich auch nicht, Peter. Na, bring sie jedenfalls mit. Ist er in der Gemüseabteilung? Fangen wir ihn ein, ehe er sich da durchfressen kann. Ah, das hast du sehr gut gemacht, Slimer. Ups. Slimer, schnell die Falle! Aber diese Falle? Ja, wieso fragst du? Ach, ist schon gut, Ray. Die Falle ist geöffnet. Ja, gut. Ach, du solltest dich wirklich schämen, Slimer.
Hast das ganze Gemüse verdrückt und uns nichts davon abgegeben. Oh ja! Aber ehrlich, Slimer, du hast da drin gute Arbeit geleistet. Dankeschön! Mama, lässt du mich bitte auf dem Elefanten reiten? Na gut, Chucky, aber nur einmal. Oh, toll! Was ist denn mit euch passiert? Habt ihr euch etwa in irgendeinem kalten Buffet herumgeschlagen? Das ist nicht sehr lustig, Janine. Ach, Slimer, wegen der Geisterfalle. Ach, aber ich... Welche Falle denn? Diese Falle? Ja, diese Falle. Würdest du sie bitte in den Keller bringen? Ich leere sie nachher aus. Ja, wird gemacht, Igen. Aber sei vorsichtig, du weißt, das ist kein Spielzeug. Ich weiß. Und ob ich das weiß? Hey, was soll das? Aufhören! Ich warne dich, bei mir bist du an der falschen Adresse. Sag mal, Janine, was ist denn hier los? Woher soll ich denn das wissen? Auf einmal hat sich alles bewegt und hat angefangen, mich anzugreifen. Peter, wir brauchen die Protonenstrahler. Oh, hey, was soll denn das? Wir können euch auch abschaffen und Büroklammern benutzen. Winston, wo bleiben die Protonenstrahler? So, jetzt geht's los. Gemacht, Kollege. Also gut, dann können wir alle wieder an unsere Arbeit zurückgehen. Ich habe schon lange keine menschenfressenden Büromöbel mehr gesehen. Oh. Mein Labor! Wir müssen angreifen. Also gut, Igen, du kannst es jetzt gestehen. Hast du mal wieder den verrückten Wissenschaftler gespielt? Peter, ich habe hier die ganze letzte Woche nicht gearbeitet. Ich verstehe das alles genauso wenig wie du. Ach, Igen, ach, weißt du, ich habe gespielt und da habe ich immer... Der Verbannungscontainer! Aber Igen,
Ich sehe es zwar, aber ich kann es nicht glauben. Los, dem werden wir es zeigen. Oh! Ich hab ihn. Da hinten ist noch einer. Der gehört aber mir. Igel, eine Geisterfalle. Daran lag es also. Es tut mir leid, Igel. Ich habe sie kaputt gemacht. Tut mir leid, Jungs. Ich möchte ja eure Unterhaltung da unten nicht stören, aber wir haben hier im Moment ein ziemlich großes Problem. Vorsicht da hinten. Seht ihr? Das war alles nur meine Schuld. Ich bin ein böser Geist. Ich hab ihn. Es sind einfach zu viele Geister. Es kommt immer mehr raus. Dann werden wir unseren Verbannungscontainer eben mit etwas von Dr. Venkmans Spezialmedizin wieder schließen. Nein, Peter, das ist viel zu riskant. Wenn dabei ein anderes Loch entsteht, kommen noch mehr Geister heraus. Aber vielleicht gelingt es mir, unsere Protonenstrahler etwas zu modifizieren und somit die gefährlichen Begleiterscheinungen auszuschließen. Jungs, hier oben, kommt schnell! Du hast ihm doch wohl nicht erlaubt, dass er hier reinkommen darf, oder? No! Peter, pass auf! Juhu, das war ein echter Volltreffer, Janine! Ich kann ihn nicht aufhalten, Schleimer. Ich brauche Hilfe. Wird gemacht. Igen, beeil dich. Wir haben nur noch eine Falle übrig. Du darfst mich jetzt nicht drängen, Ray. Bitte hab etwas Geduld. Geduld? Du erwartest von uns Geduld? Das war jetzt die letzte Falle. Würdet ihr bitte zur Seite treten, meine Herren? Also entweder oder. Es hat funktioniert. Gut gemacht. Yippie-yay, okay. Jungs, Jungs, Peter ist in Schwierigkeiten. Janine, die Wirkung des Strahlers lässt nach. Das war Rettung in letzter Minute. Nichts für ungut, Peter. Würde mir jetzt bitte mal einer von euch erklären, was hier eigentlich los ist? Ach, eigentlich ist es ganz einfach. Teile des Geistes, den wir im Supermarkt gefangen hatten, entwichen aus der fehlerhaften Geisterfalle. Und als wir die Falle herbrachten, ergriff die entflohene Geisterenergie die Macht über diese Dinge hier. Und um sich als Geist zusammensetzen zu können, musste die ganze Energie zu uns kommen. Slimer! Ja, ich bin ein böses Geistchen. Ich verspreche, niemals wieder mit der Ausrüstung zu spielen. Niemals wieder mit der Ausrüstung zu spielen. Fast richtig. Also gut, Slimer, wir werden dir verzeihen. Ach ja? Aber natürlich, Slimer. Und als Beweis dafür darfst du jetzt mit einem Teil unserer Ausrüstung spielen. Wirklich? Zeit zum Saubermachen. Keine Sorge, wir werden dir alle dabei helfen. Oh ja! Schmutzbastard! Der flotte Finger ist für mich.